wie man heut einem Mann, ehe der sich's versieht, übel mitspielen kann, davon sing ich ein Lied. Und dass ich es singe, das muss man verstehen, denn es ist nicht zu sagen, na, Sie werden's ja gleich sehen. Ich kann nicht drüber lachen, dabei möchte ich partout, doch ich kam nicht dazu, kam nicht dazu. Ich kam mal zu meinem Gesangverein, da war gerade Vorstandswahl, muss ja mal sein. Weil sich einer der Kandidatur widersetzte, musste ich auf die Liste als der Dritte und Letzte. Und man setzte mich drauf und man hat mir erzählt, ich würde natürlich bestimmt nicht gewählt, denn ich könne nicht singen, dann sei es noch sehr weit. Und dann wurde gewählt und dann hatte ich die Mehrheit. Und nachdem ich gefragt, wie denn das möglich war, hat mir einer gesagt, no, das ist doch ganz klar, der Müller singt Bass und der Meier Tenor, Sie können nicht singen, drum zog man Sie vor. So wurde ich Vorstand, dabei wollte ich partout, doch ich kam nicht dazu, ich kam nicht dazu. Denn zwei Wochen später, vielleicht war's auch länger, da war ich schon Chef aller bayerischen Sänger. Ich war noch nicht dort, war ich auch schon gewählt. Und als ich mich wunderte, hat man mir erzählt, nun, der Huber ist schwarz und der Gruber ist rot. Sie aber sind nichts und das tut heute Not. Und da war ich soweit. Dabei wollte ich partout. Doch ich kam nicht dazu, ich kam nicht dazu. Denn zwei Wochen später, vielleicht war's auch länger, fuhr ich zu einem Treffen vertriebener Sänger. Ich war weder Sänger, noch war ich vertrieben. Ich kam bloß als Gast, doch ich bin's nicht geblieben. Und hätte ich geahnt, was mir da noch bevorstand, ich wäre nicht gekommen, denn die wählten den Vorstand. Weil sie einer der Kandidaten versetzte, musste ich auf die Liste als der Dritte und Letzte. Und es ginge gut aus, so hat man mir erzählt. Und dann bekam ich Applaus und schon war ich gewählt. Denn der Peselt war Schlesier und ballte der Schuhball. Und ich war aus Hamburg, als das als Zufall. So war ich Präsident, dabei wollte ich partout. Ich kam nicht dazu, ich kam nicht dazu. Denn zwei Wochen später, vielleicht war es auch länger, da war ich schon Chef aller süddeutschen Sänger. Mit eigenem Wagen und eigenem Büro. Und wenn Sie mich fragen, das Ganze kam so. Der Schulz war im Lager, der Schmidt im Exil. Ich war zwar Nazi, aber ohne Profil. Drum war ich Ihr Mann, dabei wollte ich partout. Ich kam nicht dazu. Denn an diesen Posten hing ganz obligat Sitz sowie Stimme im Rundfunkrat. Ich fand das erregend und sehr interessant und war nach der Sitzung bereits Intendant. Und nachdem ich gefragt, wie denn das möglich war, hat mir einer gesagt, na, das ist doch ganz klar, der Weißhaupt ist stark und der Schwarzkopf ist schwach, was aber sind Sie, Sie sind nicht mal vom Fach, Sie reden nicht rein, dabei wollte ich, war du, doch ich kam nicht dazu, ich kam nicht dazu. Sie können sich denken, mein Aufstieg ging weiter, ich war der begehrteste Außenseiter. Ich war Präsident von Vereinen und Bündchen, bekam einen Lehrstuhl natürlich in München. Ich war Intendant an den besten Theatern, bin ständig umgeben von den klügsten Beratern. Man reicht mich herum auf den tollsten Empfängen, ich lausche ergriffen den schönsten Gesängen. Ich habe 17 Orden, dabei wollte ich partout. Ich kam nicht dazu. Ich kam nicht dazu. Und wenn Sie mich fragen, was ich denn partout nur immer gewollt habe, dann hören Sie mal zu. Zu der Sitzung in meinem Gesangverein, bei der ich gewählt wurde, Hals über Bein, war ich nur gekommen, um die Nachricht zu bringen. Ich sehe es ein und ich könne nicht singen. Meinen Austritt erklären wollte ich partout. Doch ich kam nicht dazu. Ich kam nicht dazu.